Hedgehogs. Fässer. Bananen. Und? Irgendeiner von uns ist dran. Wer Daniel ist dran. Daniel ist mit ganz welchem Wurm? Hier. Hilfe. Ganz unten links. Daniel mit keinem Wurm. Mit einem Igel. Fängt das schon wieder super an. Weil du es nie lernst. Nie. Nie. Boah, ob das klappt? Boah. Das war nicht schlecht. Too pro. Einfach too pro. Ja, für uns auf jeden Fall. Ich erkläre mich jetzt mal bereit, um ein bisschen was über das leicht veränderte Spielprofil zu erzählen. Na toll, jetzt bin ich ja noch dran. Ganz kurz, meine Waffe hat keiner gesehen, oder? Doch. Schade. Was hat er denn? Er hat sich die Ballpistole von der befreit. Keine Ballpistole? Oh, ich hasse dich. Nochmal kurz, oh, das war nicht schlecht. Nochmal kurz zur Erläuterung. Ja, also beziehungsweise Tobi hat gerade ein paar neue Änderungen im Spielprofil vorgenommen. Das heißt, wir hatten nie wenig, aber wir haben jetzt mehr Minen, wir haben mehr Fässer, vor allen Dingen mehr Fässer. Und wir haben mehr Fässer. Und wir haben, eindeutig mehr Fässer und wir haben weniger Zeit. Mhm. Weniger Zeit bis zum Sudden Death. Ach ja, stimmt. Es war genau 3 Runden weniger, wenn man aber bedenkt, dass es eigentlich nur 15 standardmäßig sind. Und wer gut in Mathe ist, weiß, dass es nicht ein Sechstel ist, sondern ein Fünftel. Und der weiß wiederum, dass das ganz schön hier ist, verhältnismäßig. Aber du musst dazu sagen, du hattest doch gesagt, dass die Fässer bloß auf von der Szenerie gemacht und auf hier wie Orangen jetzt in dem Beispiel ist. Mhm. Aber es ist auch auf... Ach, größtenteils hast du gesagt, Jude. Ich hatte jetzt immer gedacht, aber... Du hast recht, also ich sehe jetzt hier, ich zähle ganz genau 3 Fässer, die direkt auf dem Fruchtboden stehen. Oder 4 Fässer. Auf dem fruchtbaren Boden. Auf dem fruchtbaren... Aber die gedeihen vor sich hin, ey. Aber ihr seht, die meisten stehen meistens auf diesen Brücken oder halt auf Früchten. Oder meinetwegen bei einer anderen Szenerie wäre es auf irgendwelchen Boxen oder auf irgendwelchen Gemälden, was weiß ich. Auf einem Golfschläger. Auf einem Golfschläger, auf einem Golfauto. Oh, aber ich habe übrigens, wo wir vorhin am Überlegen waren, ich habe tatsächlich mal gegoogelt, ob es eine Minigolfbahn in der Nähe gibt, eine geile. Ach. In der Nähe glaube ich nicht, oder? Nee, nicht so wirklich. Weiter. Ich glaube, in Halle gibt's eine, aber da habe ich auch nichts Ordentliches drüber gefunden, von daher. Aber wir wollten doch alle mal Paintball spielen gehen. Haben wir das schon wieder verworfen? Ich bin doch jetzt 18. Ja, Daniel ja. Ahem! Naja, Daniel nicht. Aber ich meine jetzt mal allgemein, auch alle aus meinem Freundeskreis werden jetzt... Ja, also generell könnte man natürlich schon mal gucken, wo wir denn hingehen wollen und könnten schon mal ungefähr planen, wann wir das auch machen wollen. Das wäre sicherlich nicht schlecht. Oh Gott, wenn das, willst du jetzt wirklich das Blaue in das Blaue reinwerfen? Oh, verdammt, ich wollte eigentlich... Ich hab vergessen, die Zeit einzustellen, scheiße. Ja. Okay. Nächster Versuch. Ich find's süß, Will immer sagt, I'm waiting. Nach dem Motto, als wenn ich das kann. Damit man's auch ja nicht vergisst. Und okay. Die sagen ja bei uns auch was, aber nicht so coole Sachen wie bei Daniel. Oh, yeah, man. Daniel hat ja die Singerstimme. Was machst du denn, Tobi? Na. Du hättest eigentlich die Singer-Stimme auswählen müssen, Benny. Weil du bist ja ein Singer. Ich habe mich überlegt, Singer. Aber dann dachte ich mir. Nee, Pilot ist cooler. Explodiert doch! Nee. Der ist eindeutig auf Luft getroffen. Er ist nicht gerade Daniel dran? Nein. Ich bin weil mein nächster Wurm. Die Zeit ist, glaube ich, immer gelb. Ich dachte, sie nimmt auch die Farbe des Spielers an. Wäre eine gute Idee für die Entwickler des Spiels. Ja, aber dann, du schreibst den Entwicklerbrief. Auf Englisch. Auf Englisch? Yeah. Gefrierer ja. Gefrierer und... bestimmt nicht unbedingt.
Ich bin am überlegen, ob ich den Wurm opfere und Herr Schütze dafür töte. Was hat denn Herr Schütze? Du kannst keinen Wurm opfern, Daniel. Aber Nidia. Richtig. Zumindest merkst du es mittlerweile selbst schon. Aber Gefrierer und Laservisier ist eigentlich gar nicht schlecht, weil wenn du aus weiter Entfernung jemanden einfrieren kannst, ja, aber was soll ich da... Es wird sowas von jemand die beiden Fässer zerstören und dann bin ich sowieso tot. Ach, Daniel. Na, nee, das eine vorne Fass kann schon mal nicht so schnell hochgehen und das andere... Das kann man ja auch einfrieren lassen. Ja, eben. So schnell lebst du dir jetzt nun auch nicht. Na gut, dann nicht. Ich hätte gerne gewusst, was der hat. Kann ich aber nicht sehen, weil der erst später dran gewesen wäre. So, jetzt ist die Frage. Ich müsste Igel 4 töten. Aber das wird schwierig genug. Ich komme da nämlich schon mal nicht hoch. Du kannst doch einfach Igel 3 töten. Hä? Na, wie denn? Das ist doch nicht viel. Mach erstmal die Mine kaputt, würde ich dir vorschlagen. Und dann... Oh, na, oder ich geh auf Wortsknapp, auch nicht schlimm. Super. Was jetzt zu gewinnen bringt, war... Ich hab die Befürchtung, dass die Knappschaft mein nächster Wurm ist. Das ist aber sehr ungünstig. Ich glaub's nicht, dass es dein nächster Wurm ist. Ach, mein nächster Idee, verdammte Scheiße. Meine Fresse hier. Boah, das ist so krass, ey. Das jedes Mal immer wieder so oft. Ich bin halt Realschüler. Bubi auch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich aber auch, ja. Ist mir schon bewusst. Aber Tobi ist Realschüler mit großem Potenzial auf das ist Gymnasium. Mit großem Potenzial. Ich habe Angst um dich, Daniel. Ich werde darauf gehen. Ach nein, Quatsch. Das war ja Tobis Igel. Siehst du, ich dachte jetzt schon, Daniel hat sich selbst angegriffen. Ich weiß nie, wann Tobi dran ist. So schön. Ey, du warst schon unten. Es ist zwar minimal, aber der Spieler, der dran ist, bei dem blinkt das unten. Der Rahmen blinkt dann. Ehrlich? Jetzt ja. Gerade blinkt nichts. Ja, jetzt wo du auf dem Igel drauf bist, auch nicht mehr. Ach. Merke ich gerade. Das ist natürlich alles ein bisschen blöd. Daniel, drück Enter-Taste. Gibt's nicht irgendeine Möglichkeit, nein, das rauszufinden? Mach's wie die Piraten, drück die Enter-Taste. Da gibt's auch bestimmt eine Möglichkeit, das rauszufinden. Ich will jetzt aber auch nicht zu. Na, zum einen erkennst du es bei uns einfach mal im Spielsound. Wenn Daniel hüpft, dann weiß man, dass es sein Singer ist. Das stimmt, aber das... Lande irgendwo! Und wenn er irgendwas auswählt, dann sieht man auch die gelbe Schrift oben. Benni, die Schrift ist auch immer gelb. Nee, die ist nicht immer gelb. Nee. Doch. Bitte nicht? Oder? Warte mal. Zumindest ist es bei jedem immer die gleiche Farbe. Selbst wenn es mal weiß ist oder so, hat das... Siehst du? What? Ist blau. Ja, oh, irgendwas hat nämlich die Farbe angenommen. Ich wusste nicht mehr was. Boah, ich stehe so scheiße hier, das ist, gibt's ja nicht. Das ist doch kein Scheiß-Indikator, da muss es noch irgendwas Besseres geben. Weißt du, wenn du dann auch die ganze Zeit lang mehr oder weniger auf der Suche nach dem Igel bist, der sich gerade als einzigster bewegt oder der als einzigster gerade kein Namensschild hat, da denkst du ja auch sehr, was ist das für eine Scheiße? Ja. So einer riesigen Map, ey, da siehst du ewig. Vor allem, wenn der sich noch bevor der sich das erste Mal bewegt hat, hat der ja. Ey, was war's nochmal? Shift 1? Shift 1, oder? Nee, Shit 1. Shit 1. Oh. Kannst auch mal Shift 3 drücken. Ey, Shift 5 war's, glaube ich. Dann maximale Sprungkraft. Frag ich mich auch, wozu das gut ist, aber hey. Nur für witzige Aktionen vermutlich. Wäre krass, wenn du sowas einstellen könntest bei Ballpistole oder so. Ja, bei der Melone. Ballpistole und minimale Sprungkraft. Das könnte sein, das wäre übel. Nee. Bei der Wassermelone kannst du das nicht einstellen. Echt? Und ich glaube, bei der höllischen Handgranate kannst du sogar gar nichts einstellen, oder? Kannst du, glaube ich, nicht mehr Zeit einstellen. Ja, die Zeit kannst du auf jeden Fall nicht einstellen. Na, dann kannst du das andere auch nicht. Alter, 26 Schaden. So krass, ey. Boah, auf die Entfernung ist das Teil echt ganz gut, ne? Man muss sagen, auf die Entfernung ist das richtig fett. Aber wann hat man ein Hedgehog schon mal eine freie Schussbahn, ne? Mhm. Ja, das ist echt... Deswegen muss ich das jetzt auch nutzen, auf den Wurm schießen, der am weitesten weg war. Also eigentlich hast du auch keinen Wurm... Werde ich es jemals lernen.
Vermisst du, ich hab vorhin den Kühlschrank geguckt. Und da ist eine Packung Eier. Und jetzt bin ich dann überlegen, sind die Eier für Ostern gedacht oder kann ich die jetzt essen? Du isst Eier? Eier? Alter, klar esse ich Eier, bitte euch. Wer isst schon keine Eier, das ist wichtig. Ich? Echt? Also, jetzt so gekochte Eier. Also Spiegelei, Rührei in eigentlich jeder verarbeiteten Form. Bloß halt nicht roh und eigentlich kein Frühstücksei, also gekochte Eier, das ist echt nicht meins. Ich esse gekocht eigentlich voll sehr. Nein, die Flammen. Aber nur wenn es hart gekocht ist, dieses halbgekochte. Ah, wenn dann ein Ei richtig hart gekocht ist. Boah, ich hätte niemals gedacht, dass es ein Nahrung Hallo, gibt, oder ein Lebensmittel oder ein Gericht Tobi isst und ich nicht. Das, boah, krasse Scheiße. Wunder geschehen, Benni. Wunder, das kann man so sagen. Wieder. Mein Gott, Daniel singt. Da haben wir noch ein Wunder, dass ich dabei gerade nicht draufgegangen bin. Boah, ich hab nur so eine geile Idee, wenn ich dich schaffe, dich zu töten mit dem. Boah, das war doch spannend. Cheater! Warum? Nein, das ist mein Trick. Na toll. Vor allem Orbschaden. Nein! Ich hab gedacht, das reicht. Weiß ich nicht mehr, was ich mit dem gekriegt hab. No bullshit. Wobei, nee, für dich ist es hammergeil. Weißt du, was die Knappschaft hat? Das ist die beste Waffe im Spiel. Ja, du hast mich schon damit angegriffen, Daniel. Zumindest hab ich's probiert. Lass mal nett und freundlich sein. Ey, Daniel. Was machst du denn morgen? Morgen? Nein. So arbeiten. Ja, sicher, morgen arbeiten. Oh ja, wir gucken Film morgen. Gibt's ja nicht. Schlecht. War das jetzt wegen Hedgefors oder wegen Film gucken, Benny? Eigentlich wegen Hedgefors, aber. Naja, eigentlich wegen beiden. Oh, Tobi, ich weiß, wie du das identifizieren kannst, wer dran ist. Zu jedem Zeitpunkt. Naja, gut, außer nicht ganz bei jedem Zeitpunkt, aber fast. Boah! Zu jedem Zeitpunkt. Also, außer, naja, dann doch nicht. Also zu fast jedem Zeitpunkt. Und zwar gibt's noch etwas, was die Farbe des Spielers annimmt, oder? Was denn? Zumindest glaube ich das. Der Wind, oder? Nee, ich glaube, guck mal, der ist gerade blau bei mir, oder? Der Wind ist immer blau nach links und rot nach rechts. Boah, wie konnte der das jetzt überleben, ey? Dann, ne? Ich wollte mich selbst töten. Alter, jetzt bin ich am Arsch. Nein, ich hab doch gedacht, dass... Oh Mann, ey, ich dachte, ich hab noch 3 Sekunden. So, waren es nur noch 2. Das macht einen großen Unterschied. Ja. Hält jemanden auf, dass ich gleich down bin? Nein. Oh mein Gott. Wenn der was Gutes hatte. Ja, und, das was euch getötet hat. Oder? Lage, was? Krass. Ich glaube, das habe ich auf jeden Fall gekriegt. Ja, jetzt hat er was Gutes, spätestens jetzt. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, aber das war. Keine Ahnung, welcher das war. Ich glaube, das war der. Ich werde nicht der wird fliegen. Bitte nicht. Ja. Schifft rein. Das ist mal krass, dass er mal geschleudert wird. Schleudertrauma. Oha. Noch mehr Schaden? Fallschaden? Oh ja. Jetzt stehe ich aber behindert. Jetzt ist er wieder optimal hier. Optimal meine ich natürlich. Wollte eigentlich darauf warten, bis der hier irgendwie anders freikommt, aber ich kann nicht warten. Boah, jetzt mal ganz ehrlich. Boah. Ich werf mir ein Makro machen. Wofür? Nein, nee. Ach ja. Bin ja immer noch nicht durch, das ist ein schlechter Scherz. Das ist einfach nur ein schlechter Scherz. Ach ja. Ach so.
Du hast dein alles zerstört da und der wird dich sowas von am Leben halten, wenn ich es nicht schaffe, irgendwie rüberzukommen. Du schaffst es nicht rüberzukommen. Wie denn auch? Ich habe eine höllische Handgranate und eine Langkanone. Ja, aber sieht doch nicht, wie ist das dein Problem? Oh, das ist gut geschossen gewesen, Tobi. Ja, danke. Ich hab leider nicht hingeguckt, aber. Das ist Oha, sind wir heute wieder selbstbewusst. Natürlich. Weißt du, was krass ist? Die Fässer halten normal für echt viel aus, aber wenn man da mit dem Schweißbrenner davor geht. Eine Sekunde. Überkrass. Mir ist jetzt warum eingefallen? Weil du gerade Schweißbrenner ausgewählt hattest. Ach so. Komm, Daniel, töte mich. Ach, ich komme ja nicht mal raus. Geil. Ja, komm, mach mal einen Sprung nach vorne. Ja, komm, Kamikaze, mit höllischer. Weißt du, hat warum schießt du nicht an die Decke? Gebuddelt. Da könnte sich doch was festsetzen an der Decke. Ja, und dann? Jetzt ist alles okay. Na, ich meinte nicht an der Decke, ich meinte an der. Na, okay, ist egal. Jetzt ist alles vorbei bei Daniel. Du kannst dich nur noch selbst töten. Alter, Daniel, du weißt, wie ich damit. Nur noch selbst töten. Das wäre. Na gut, okay, ich sag nichts dazu. Da überlebe ich halt ewig. Dann ich überlebe mit halt genauso ewig, wenn du es nicht schaffst, mich rauszuspringen. Mädels, wir haben es selbst vermindert, ja? Ja? Erinnert euch daran? Benny wird es aber eher schaffen, mich rauszuspringen. Ja. Mit seiner ach so guten Waffe. Ich habe da meine Taktik verändert. Ey, lol, was habe ich denn jetzt für ein Premium-Wurm, der dran ist? Wer ist denn das? Eigentlich hast du keinen Premium-Wurm. Ach ja, stimmt, Igel. Naja. Ups. Nein, das war scheiße. Lol. Naja. Da erreicht man einmal was. So ein Scheiß. Ah, Benny, weißt du, es gibt diese Tage und es gibt solche Tage. Und ich... Ne. Komm. Stark. Oh, das hat auch früh aufgehört. Ja, das ist mir dann auch. Hast du jetzt allgemein ein bisschen Glück gehabt? Und dann dachte ich mir so, naja. Also, so mit Daniel ist gerade ein bisschen Kopf an Kopf rein, wach. Oha. Okay, oh, mein schöner Idee. Ja, genau. Dein Idee. Das ist so viele geile Waffen. Ja, jetzt hat sie Tobi. Ja, da habe ich mich ja super vorgestellt. Da kann man mich quasi gar nicht töten. Das ist unmöglich für euch. Ja. Und ich mit meiner jämmerlichen Existenz. Den Sprung schaffe ich. Aber du hast die gute Waffe. Nicht. Ja. Lass mich mal durch. Oh Mann. Nee. Das war geil wie so ein Bodyguard. Daniel, der lässt dich nicht rein. Oh oh. Ernsthaft. Auf die Mine? Nee, dann. Ja! Das nennt sich Glück des Tüchtigen, Daniel. Du weißt ja, ich hab sowas verdient. Was hast du bitte schon verdient? Naja, das Glück des Tüchtigen. Naja, also Glück, ja. Verdient, des Tüchtigen, Also ich dachte, die Welt ist super fair und gerecht. Kann ja nichts einstellen, nichts ist so bitter. Naja, du kannst versuchen, die Banane wegzusprengen. Das gibt's einfach nicht. Ja, es geht nicht. Ich helfe dabei, Benny. Ich helfe. Es geht einfach nicht. Warte. Lop. Hier Zusatzschaden. Wow. Krass. Zusatzschaden. Eine tödliche Kombination. Und das ist ein so geiler Igel, ja. Aber ich kann nicht einsetzen. Und alles, was passieren wird, ist da rumzustehen und warten, bis einer von euch beiden mich killt und der hat dann noch eine geile Waffe mehr. Das. Das traurige Existenz. Du schaffst den Sprung, oder? Nee. Boah, das war jetzt doof. Das war aber knapp, ne? Das ist jetzt schon so
Mann. Bitte. Das wäre jetzt scheiße, wenn das klappt. Oh. Egal. Der überlebt das. Flieg. Egal, der überlebt das. Hoho! Er überlebt, sag ich doch. Machst du das denn, ne? Brücke bauen. Ja, das sehe ich, aber warum? Nein! Ich hab Schaden nicht. Ja, Benny, ich wünsche dir erneut viel Glück und Spaß dabei. Freunde, werde jetzt gleich mit meinem Vater Badminton spielen. Oh. Die Runde machen wir jetzt noch zu Ende. Ja, mach ich auch. Bis ich durch bin. Also ganz auf. What? Ein sterbender Ide. Moment jetzt, what? Viel Spaß. Hab euch lieb. Oh. Komm vorbei, ja, Benny. Mach das. Tja, Tobi, dann musst du mich jetzt nur noch leider schnell fertig machen. Ich finde meinen Igel nicht da dran, ist doch da. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ah, fast hätte ich das noch. Oh, wichtiger als alles andere gerade. Ja, wir machen das, Daniel. Wir machen das. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das mit der Knappschaft machen soll, aber wir lernen auch noch das Schwimmen. Irgendwie. Irgendwo, du bist dran immer noch, Tobi, ja? Ach ja. Oh, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Danke, dass du mir geholfen hast, Daniel. Ah, ich bin so nett. Du bist doch ein hilfsbereiter Mensch. Ja. Igel. Hast du mich gerade hilfsbedürftigen... Egal. Ich kann nicht sprechen. Hab ich nicht. Meine... Ich überlege dir mal noch, ob ich sie einfach fallen lassen soll. Drop sie. Nein, nicht. Oho. Was sag ich denn mit dem? Ach so. Na dann. Vorwärts, geht vorwärts und geradeaus und runter. Bravo, I. Das hat besser geklappt, als ich es mir vorgestellt habe. Erstaunen. Das hat auch besser geklappt, als ich mir vorgestellt habe. Aber warte mal, da lebt ja trotzdem noch einer. Naja. Das kriegen wir noch hin. Keine Sorge, Daniel, ich hole dich. Yep. Ja, ich hole dich. Ich hab da alle kurz das Aufploppen meines Renderprogramms gesehen. Ich habe nämlich gerade in der Aufnahme jetzt gerendert und dann gibt immer blub, geht immer eine Seite auf und mein Internet öffnet sich. Und du bist dir jetzt auch 100% sicher, dass man das sehen konnte? Ich weiß ja nicht, was du gerade aufnimmst. OBS. Ja, dann sieht man das nicht. Nicht? Nein. Ich nehme den ganzen Bildschirm auf. Ach so. Stimmt ja. Da war ja was. Mann. Also hat man auch schön das... Was? Linkenport oder Green Day Konzert? Ach, weiß ich jetzt nicht. Sei egal. Irgendein Konzert hat man auf jeden Fall gesehen. Machst halt Werbung, ist doch egal. So, wie machen wir das? Wir wollen jetzt hier durch. Also müssen wir uns den Weg freisprengen. Ah! Naja, generell... Die kommt. Ins Wasser kommt. Wir haben noch genug Möglichkeiten. Boah, wenigstens weiß ich, dass mit Daniel keinen Schaden anrichten kann. Ey, das macht mich schon mal irgendwie ein bisschen sicherer.
Ich bin gerade überlegen, ob ich einfach voll die geile Aktion gleich bringen soll, Daniel. Wollen wir das künstlich in die Länge ziehen? Nein, oder? Nein, mach das nicht. Das Selbstbild ist ja langweilig. Okay, wir ziehen es künstlich in die Länge. Will ja mein Glück wenigstens noch versuchen. Kurz. Bis ich dann keine Lust mehr habe. Ja, sag Bescheid. Ich lehne mich zurück und genieße die Show. Ach Daniel, du weißt doch, wie das ist. Läuft nichts Gutes. Ja, nicht schlecht. Vielleicht wird mich... Naja, der Feuerring wird mich nicht treffen. Aber... Es geht schon mal in die richtige Richtung. Der Wurm, der jetzt da dran ist, wäre übrigens der Wurm als nächstes gewesen, der gestorben wäre. Ich hätte mich einfach mit Presslufthammer nach unten graben müssen. Dann wärst du mit Peitsche in das Wasser gefallen. Ja. Aber hätte wäre wenn. Hätte wäre wenn, aber. Ziemlich viele höllisch habe ich das Gefühl, oder? 3 Stück auf jeden Fall. Naja, du bist jetzt eigentlich eh tot. Ja. Kamikaze! GG! Ich hatte aber keine Chance mit. Das hätte so ein geiler Wurm werden können, aber nein, da steht so behindert. Ach ja. GG. Du, auf jeden Fall, DD, haut da rein. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei was auch immer. Ciao, Leute.